Wer sich von klein auf jeden Tag 12 Stunden in der Fabrik abplagt, kaum mal in der Schulbank statt an der Werkbank sitzt. Wie viel menschliche Gefühle und Fähigkeiten soll der noch in sein 30. Jahr hinüberretten? Sieht das denn keiner? Friedrich Engels kennt das Elend aus eigener Anschauung. Für das väterliche Textilwerk in der Nähe von Köln schuften Heimwerker und Fabrikarbeiter, um Hunger und Not auf dem Land zu entfliehen. Darunter auch Kinder, die Hauptleidtragenden der frühen Industriezeit. Als Folge von Überbevölkerung, Missernten und Seuchen überlebt jedes 4. Neugeborene die Kindheit nicht. Gewinn aus der Fronarbeit zieht eine neue Schicht bürgerlicher Fabrikanten, wie Engels Vater. Für den strenggläubigen Pietisten zeigt sich Gottgefälligkeit auch im wirtschaftlichen Erfolg. Ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt doch eine Pietistenseele nicht in die Hölle. Wie meinen alten Herrn, obwohl er alle Tage 2-mal in die Kirche rennt. Genau, und die Arbeiter, indem sie seinen Reichtum vermehren, schmieden durch ihre Arbeit auch noch ihre eigenen Ketten und zahlen für ihre eigene Ausbeutung die Rechnung. Genau. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. C'est bon. Dabei sollte man nicht vergessen, das System als ein Ganzes zu betrachten. Sie sagen es, das System ist nur als Ganzes zu betrachten. Man nennt dieses Jahrzehnt oft die Hungry 40s, die hungrigen 40er Jahre. Es ist eine Zeit extremer materieller Not. Einer der letzten Krisen der europäischen Agrargesellschaft. Es ist zugleich eine Zeit, in der es viele Aufstände, Hungeraufstände gab. Man denkt etwa auch an Weberaufstände in Deutschland. Und vor diesem Hintergrund entwickelt der junge Karl Marx seine politischen Ideen. Marx hält eine Revolution für unausweichlich. Sie wird eine Welt schaffen ohne Eigentum, ohne Entfremdung, ohne Klassen. In ihr kann der Mensch ganz nach seinen Bedürfnissen leben. Er kann morgens jagen, nachmittags fischen, abends Viehzucht betreiben, nach dem Essen kritisieren, wie er eben Lust hat. Ja, aber ohne jemals im Leben ein richtiger Jäger, Viehhirte, Fischer oder Kritiker gewesen zu sein. Einer wie du eben. Mit ihrer Theorie streben die Freunde nun in die politische Praxis. 1845 wird der provokante Autor auf Betreiben Preußens aus Paris vertrieben. Neues Asyl findet Marx mit seiner Familie in Brüssel. Hier sucht er Anschluss an Geheimbünde von Handwerkern und Arbeitern. Ihr umtriebigster Anführer ist der Schneider Wilhelm Weitling. Ein frühsozialistischer Wanderprediger, der, wie Engels lästert, ein Rezept zur Verwirklichung des Himmels auf Erden fertig in der Tasche trägt. Nein, nur so können wir ein irdisches Paradies errichten, in dem die Menschen sich nicht länger bekämpfen, sondern frei und gleich in Frieden als Brüder leben. Alle Menschen werden Brüder, Weitling. Es gibt viele Menschen, deren Bruder ich niemals sein will. Wir müssen den Arbeitern doch nur die Augen öffnen, dann werden sie sich schon selbst befreien. Mit ihren fantastischen Hoffnungen führen sie die Menschen in den Untergang, Weitling. Was Volk aufwiegelt. Ohne wissenschaftlich fundierte Erkenntnis. Das ist einfach Betrug. Ich habe im Kerker gesessen und habe mehr Brüder um unsere Fahne geschart als mancher der hier am Tisch versammelten Stubengelehrten. Weitling! Mit Wissenschaft erreicht er die Herzen der Arbeiter nicht. Niemals! Niemals hat Unwissenheit irgendjemandem genutzt! Einer der Anwesenden schreibt über Marx: Vor mir stand die Verkörperung eines demokratischen Diktators. Marx hatte, wie Hegel, die Vorstellung, er ist im Besitz des absoluten Wissens. So, das war sozusagen die Position, von der aus er auch anderen Leuten entgegengetreten ist. Er kannte den vergangenen und zukünftigen Verlauf der Geschichte. Doch die Geschichte ist eigenwillig. Sie folgt keinem Gesetz. Utopisten, Weltverbesserer und Gewaltherrscher aller Länder werden später ihre Schlüsse aus Marx' Schriften ziehen. Der Urheber eines Kommunismus mit wissenschaftlichem Anspruch ist sicher nicht dafür verantwortlich, was selbsternannte Erben daraus machen,
wie sie mit Andersdenkenden umgehen. Aber steckt nicht schon im Ursprung ein Keim für späteren Missbrauch? Marx hatte die sehr vage Vorstellung einer klassenlosen Gesellschaft als Zukunftsperspektive, aber dass dieses Ganze eben eine innere Dialektik in sich birgt, die zu neuen diktatorischen und Zwangsverhältnissen führen kann, darüber hat er sich relativ wenig Gedanken gemacht. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Nach Weitlings Entmachtung führen Marx und Engels das Wort in der Politsekte, die jetzt nach ihrem Vorschlag Bund der Kommunisten heißt. Und sie geben ihr ein Programm, das Manifest der Kommunistischen Partei. Nicht schlecht, ein Gespenst geht um in Europa. Das Gespenst des Kommunismus. Ja. Marx rühmt die Verdienste der Bourgeoisie für den Fortschritt gegen den Adel. Nun aber produziere sie ihre eigenen Totengräber. Die verarmten Massen würden sich gegen ihre Ausbeuter erheben, im Klassenkampf. Die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Just als das Manifest erscheint, ist in Paris die Revolution da. Für Marx das erhoffte Signal. Durch das Schmettern des gallischen Hahns wird auch der deutsche Auferstehungstag verkündet werden. Mit Volldampf fegt die revolutionäre Kunde im Frühjahr 1848 durch Europa. Auch in den deutschen Landen gehen die Untertanen auf die Barrikaden. Nach Jahren der Lähmung wirken sie wie aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Sie fordern Freiheit, Demokratie und ein geeintes Land. Der Druck der Straße zwingt Fürsten und Monarchen zu Rücktritten und Zugeständnissen. Im Mai 1848 beraten in der Frankfurter Paulskirche erstmals in der Geschichte frei gewählte Volksvertreter aus ganz Deutschland über Grundrechte und eine Verfassung. Allerdings ist in diesem Parlament keineswegs das Proletariat die herrschende Klasse, wie im Manifest verheißen. Unter den Abgeordneten sind gerade mal 4 Handwerker, kein Arbeiter. Die Zukunft braucht noch Zeit. Marx war der Ansicht, 1848 sollte zunächst mal das Feudalsystem in Deutschland abgeschafft werden. Es sollten bürgerliche, liberale Verhältnisse hergestellt werden. Es sollte also kurz gesagt das Industrie- und Bankkapital zur Herrschaft kommen. Alles der Reihe nach. Marx sieht die Umstände noch nicht reif für eine proletarische Revolution. Erst einmal soll das Bürgertum die alte Adelsmacht besiegen, damit es später selbst bezwungen werden kann. Vom Proletariat. Sieht doch ganz manierlich aus. Hier. In seiner neuen Rheinischen Zeitung in Köln setzt der Chefredakteur auf das Zweckbündnis mit den liberalen Bürgern. Das muss die Bourgeoisie ja in große Freude versetzen. Man kann sich seine Bundesgenossen nicht aussuchen, Engels. Kommunismus. Das ist doch noch das Schreckwort für die Bürger. Würde einer offen als Kommunist auftreten? Ich glaube, der würde gesteinigt werden. Es ist noch nicht die Zeit. Als im September 1848 in Köln Arbeiter rebellieren, verhängt die neue bürgerliche Regierung den Belagerungszustand. Jetzt drängen die Revolutionäre zum Aufstand gegen die Bourgeoisie. Nicht aber Marx. Bitte, jetzt nehmt doch endlich Vernunft an! Genossen! Man muss das doch bitte mal dialektisch sehen! Wenn ihr jetzt einen Aufstand anzettelt, dann erreicht ihr nicht die Emanzipation der Arbeiterklasse, sondern allenfalls ihren Niedergang. Was soll dieses Geschwafel? Jetzt ist aber Schluss mit eurem Dialektkram und diesem Theorie-Gelaber. Jetzt ist die Chance. Jetzt, jetzt, jetzt! Bürger! Bürger, jetzt hört doch mal zu! Bürger! Wenn nicht das gesamte Volk durch große Fragen in den Kampf gedrängt wird, dann ist ein Aufstand sinnlos. Komm, Jenny, wir gehen. Es ist alles gesagt. So ein Unsinn! Wenn die Revolution vorbei ist, brauchen wir nicht mehr auf die Barrikaden. Auf die Barrikaden! Ist der gut gesprochen? Auf die Barrikaden!
Doch auch die bürgerliche Revolution von 1848 erlebt ihre Götterdämmerung. Von Wien ausgehend erobern die monarchischen Mächte ihre Vorherrschaft zurück. Der kurze Traum von Einheit, Recht und Freiheit ist verflogen. Nach Österreich und Preußen gewinnen auch in den deutschen Kleinstaaten die Fürsten wieder die Oberhand. Nur im Südwesten trotzen 1849 noch badische und pfälzische Revolutionsheere den preußischen Bundestruppen. Marx und Engels reisen dorthin, um mit den verbliebenen Kräften die Demokratie noch zu retten. Vergeblich. Zu sehr sind die Freiheitskämpfer in Bedrängnis. Der militärisch geschulte Engels stürzt sich in den Abwehrkampf und beklagt sich bei seinem Philosophenfreund über das Versagen des Bürgertums. Da sieht man's wieder. Das Kämpfen überlassen diese liberalen Geldsäcke dann doch lieber der Plebs. Wenn's wirklich ums Ganze geht, kneift die Bourgeoisie. Na, du immerhin nicht. Du bist und bleibst eben ein Soldat, Fritz. Tief drin in deinem bourgeoisen Wams. Als Kommandeur einer Schützenkompanie schlägt sich der Geschäftsmann wacker. Aber gegen die preußische Militärmacht sind die 600 Idealisten verloren. Es kommt drauf an, die Welt zu verändern. Ganz ohne Waffen geht das nicht, mein Freund, wie du weißt. Meine Waffe wird wohl die Schreibfeder bleiben. Damit treffe ich, glaube ich, besser. Gutes Gelingen, lieber Freund. Pass auf dich auf. Nachgeschlagener Schlacht flieht Friedrich Engels in die Schweiz. Im Juli 1849 wird die badische Festung Rastatt, die Fluchtburg der letzten 6000 Freiheitskämpfer, von preußischen Truppen eingenommen. Über 27 Revolutionäre wird das Todesurteil verhängt. Für ihren Traum von Recht und Freiheit. Das Gewehr legt an! Damit ist das Ende der ersten deutschen Demokratie besiegelt. Und so liege ich nun da in meiner Kraft. Eine stolze Rebellenleiche. Auf der Lippe den Trotz und den zuckenden Hohn, in der Hand den blitzenden Degen. Noch im Sterben rufend, da hörst du's, Karl. Noch im Sterben rufend, die Rebellion. So bin ich mit Ehren erlegen. Mit einem Nachruf des Dichters Ferdinand Freiligrath hat die Neue Rheinische Zeitung verbotsbedingt ihr Erscheinen eingestellt. Die letzte Ausgabe hat Marx in roter Farbe drucken lassen. Liebe Genossen, wem ist das schon vergönnt, sein eigenes Begräbnis feiern zu können? Mit Rot ist jetzt wohl erstmal Schluss. Darauf erstmal Prost. Prost. Seiner Meinungsfreiheit beraubt, muss Marx seine Heimat von neuem verlassen. Diesmal für immer.